Hallo Leute, willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Im letzten Part, dem ersten Part, haben wir angefangen, den neuen Park zu bauen und unseren ja, geilen Parkplatz hier zu gestalten. Und dann ist leider die Webcam abgeschmiert, muss ich mir merken. Mein Movie Maker möchte nur eine Stunde am Stück aufnehmen. Gut, aber es ist ja jetzt auch nur der erste Part, was so lang sein soll. Der Rest wird ja dann, ja, sich im 15 bis 30 Minuten Bereich aufhalten, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt nicht sagen, wie lang das immer wird, weil das wird immer unterschiedlich sein, das kann ich euch sagen. Weil, ja, ich denke mal, so 20 Minuten ist jetzt so geplant, aber wenn ich jetzt irgendwas baue, sagen wir, ich baue jetzt eine Achterbahn. Oder machen wir doch das gleiche Beispiel hier. Ich baue jetzt hier schon den Parkplatz. Wenn er jetzt fertig ist nach 15 Minuten, dann möchte ich jetzt nicht unbedingt noch was Neues anfangen, weil das dann, keine Ahnung, ich finde es dann doof, wenn es dann so auseinandergerissen ist, und deswegen sollte das schön zusammenhängend sein, wenn es sich gerade anbietet. Wenn nicht, dann machen wir halt weiter bis 25 und dann ist dann fertig, dann ist der Part halt 25 Minuten lang. Möchte ich so ein bisschen variieren können. Das ist so der Plan zumindest. Also unter 15 Minuten wird es auf jeden Fall nichts, weil das wäre ein bisschen wenig. Rechne mal einfach mit so circa 20 Minuten und dann ist alles gut. Aber wir bauen jetzt hier erstmal weiter unsere Linien voll. Ist ja letztes Mal leider nicht fertig geworden, der Parkplatz. Naja, heute auch am Tag. Ihr seht, alles schön hell hier. Ja, weil abends habe ich jetzt leider keine Zeit mehr. Muss noch ein bisschen was lernen. Bin ja momentan auf Berufsschule. So, aber dazu ein andermal. Heute habe ich mir ein anderes Thema rausgesucht, weil ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt hier nur so stumpfsinnig irgendwas hinbauen, dann brauchen wir was, worüber wir reden können, Leute. Das ist wichtig. So, und deswegen habe ich mir für den heutigen Part das Thema Games mal rausgesucht, was ich so zocke, worauf ich stehe, was ich mag und alles, was man dazu halt noch sagen kann. Genau. Oh, das ist jetzt falsch hier. Achso, da brauche ich jetzt das da, ne? Genau. Okay, ja. Und ich würde sagen, fangen wir nochmal an, worauf ich so stehe. Ich meine, dass ich Rollercoaster Tycoon liebe, das wisst ihr ja. Und Minecraft habe ich auch mega hardcore gesuchtet einfach. Weil, ich weiß nicht, da kann man halt seine Kreativität schön ausleben und alles bauen, was man sich vorstellt. Deswegen liebe ich das einfach so sehr, genauso mit Minecraft eben. Ich kann bauen, was ich will und so viele andere Sachen einfach machen. Das taugt mir einfach mega. Nur bei mir ist es dann manchmal so, irgendwann, ja, habe ich dann halt auch keine Lust mehr drauf und dann ist es halt vorbei. Habt ihr jetzt gesehen, wie lang ich jetzt nichts gemacht habe. Aber naja, so ist es halt nun mal. Kann man nicht ändern. Momentan habe ich wieder Lust drauf, deswegen freut euch drauf und ich habe eine große Menge an Ideen, die ich umsetzen möchte mit euch. Und eure Ideen, die sollen natürlich auch mit einfließen. Wir bauen den ja zusammen. So. Aber so außerhalb, was ich mega gern zocke, was ich jetzt abgesehen vom Aufnehmen, da möchte ich jetzt nicht so viel, weil ich habe das Gefühl, Rollercoaster läuft einfach bei mir am besten und der Rest irgendwie so gar nicht. Deswegen spielen wir jetzt erstmal Rollercoaster. So, hier mache ich jetzt aber keine Striche auf die Straßen, oder? Nee, das wäre doof. Ist ja beim echten Parkplatz auch nicht so, dass die dazwischen Striche haben, deswegen lassen wir das mal. So wie das jetzt ist, passt das schon ganz gut, der Parkplatz, würde ich sagen. So, ja. Jedenfalls, was ich mega feier, einfach, ist Nintendo einfach. Nintendo. Die haben so tolle Spiele. Allein Zelda und Mario bin ich mega am Fall. Was ist das hier eigentlich? Aha. Boah, ist ein Eingang. Wie mache ich den Eingang da eigentlich hin? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Wie mache ich den Eingang? Okay, das wird jetzt natürlich eine Sache.
Einen soll hier sein. Mach den jetzt aber auch so wie in echt. Das sind ja auch mehrere. Das ist nur einer. Machen wir zwei oder drei? Machen wir drei. Hier geht es dann rein. Hier kommen dann noch so andere Sachen. So. Aber wie mache ich dann jetzt, dass hier die Leute generiert werden, dass die da reingehen? Parkeingänge, ja. Ach so. Das ist nur ein gedingstlich, einheitlich. Was laber ich? Parkeingänge kann man also nur quasi. Das kann ich auch zum Parkeingang machen. Ich glaube, das mache ich dann und baue halt einfach außenrum, weil Invisible Entrance. Das ist, glaube ich, ganz gut. Parkbesucher-Einsatzpunkt. Ja, genau. Okay, dann habe ich das jetzt geklärt. Dann mache ich das jetzt doch so. So, und wir reden weiter. Bei Nintendo sind wir stehen geblieben, ne? Ja. Nintendo. Ich bin einfach ein Nintendo-Kind. Hab schon immer die Spiele von Nintendo am allerliebsten gespielt. Vor allem natürlich Zelda. Oh, ich liebe Zelda. Ich muss sagen, mir gefallen die Handhelds. Die haben mir immer mega gut gefallen. Ich glaube, mein Lieblings-Zelda-Spiel ist Minish Cap, wie auch immer man es aussprechen mag. Das fand ich einfach mega. Mach mal. Ihr sollt von hier loslaufen. Dann kommen die jetzt von überall. Wenn ich das richtig verstanden habe, das schauen wir uns dann nachher noch an. So, und hier machen wir jetzt Whistle Park Entrance. Oder Moment mal. Ich würde sagen, wir machen den hier. Genau. Hier geht es dann rein. Hier können die wegfahren. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier drum. Was bauen wir denn hier noch hin? Tankstelle wäre hier schön, aber ich habe kein Tankstellen-CSO, glaube ich. Naja, wo war ich? Nintendo, ich lasse mich zu leicht rausbringen beim Reden. Es tut mir echt leid, aber ihr kennt mich ja, ihr seid das ja gewohnt. Ich glaube, ich mache einen McDonald's dahin. Einfach so ein kleines Restaurant, was man da dran hinbaut. Das würde ich auch innen gar nicht so wirklich ausdekorieren. Sondern einfach, mache ich auch hier so einen kleinen Parkplatz und mache das dann hier hin. Genau. So, McDrive würde ich jetzt gerne einbauen, aber ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ah ja, das war der Spaß hier. Oh, ich sollte mich nicht vom Handy ablenken lassen. So. Bisschen Glas kann man auch mal hinmachen. Jo. Okay, reden wir aber jetzt mal weiter über meine Spiele, Leute. Also, wie gesagt, Nintendo Legend of Zelda, meine Spiele, mein Lieblings-Zelda, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Frag mich nicht, warum. Ich habe es geliebt. Ich habe das, glaube ich, auch zu 100% durchgespielt. Das heißt, also für die Leute, die es kennen, da muss man ja so Glücksfragmente vereinen. Genau, Glücksfragmente hieß das. Das muss ich unbedingt mal wieder spielen. Das habe ich, glaube ich, schon drei, vier Mal durchgespielt. Das ist schon viel. Aber auch die DS-Zelda, das fand ich jetzt persönlich mega cool eigentlich. Mich haben die jetzt nicht gestört, dass die, ja,
ach, da braucht man Wegkante, dass die, wie viele eben sagen, nicht so gute Steuerung haben. Ich bin damit gut zurechtgekommen. Mich hat die Steuerung jetzt nicht so sehr genervt. Ich muss sagen, mir hat das getaugt. Mir ist echt getaugt, aber ich bin mir gerade unsicher, ob ich das hier so gut hinkriege oder nicht. Aber ich habe schon eine kleine Idee, wie ich das hier bauen kann. Und was natürlich auch, was man als Nintendo kennt, natürlich auch liebt. Mario, alles Mögliche mit Mario. Mario Kart, Super Mario 64, 64 DS, Mario Party. Alles. Ich habe echt alles. Das könnt ihr mir glauben. Und Pokémon. Pokémon. Muss ich noch mehr sagen? Ist auch wieder zu den neuen Pokémon-Spiel rausgekommen. Gleich mal geholt. Ich habe Alpha Saphir. Das ist schon cool. Also was die da immer wieder raushauen, Nintendo, Respekt. Das taugt schon mega gut. So, hier drin, das will ich jetzt nicht wirklich großartig noch befüllen. Ich mache noch den Boden vielleicht ein bisschen. Geht eh nicht. Gut. Dann machen wir das so. Soll befestigt sein. Hier geht es natürlich nicht, weil sonst sieht es scheiße aus. Dann machen wir hier noch den Parkplatz hin. Passt. Gut. Ja, Nintendo. Was habe ich angefangen? Ich habe N64 habe ich gehabt. Nee, wir hatten ganz früh hatten wir sogar eine SNES, glaube ich. Ja, ich erinnere mich dran. Aber nur ganz, ganz tief im hintersten Kopf drinnen. Also das ist schon echt alt. Da war ich noch ein ganz kleines Kind. Bin ja jetzt auch erst, ja, sagen wir, ich bin 20, weil ich bin schon fast 20. Von daher sagen wir das jetzt einfach mal so, so Eingang. Wie haben die das hier gemacht? Ich würde es dann auch gerne so machen, weil das sieht richtig cool aus eigentlich. Ich würde den Eingang gerne hier hin machen. Und auch so irgendwie, ja, das sieht gut aus. Aber ich brauche ein Dach auch. Gibt es hier auch ein Dach? Nein, nur Bänke. Ah, hier kann ich den Floor machen. Dann machen wir doch mal die Farben in Rot und Gelb, wie halt bei Megas das so ist. Dann kann ich auch das wieder umfärben. So. Hier brauche ich jetzt auch nichts mit Wegen oder so machen, weil hier sollen gar keine Leute hinkommen. Das soll einfach nur zur Deko da sein, das Haus. Das heißt, das soll von außen hauptsächlich gut aussehen. Und da ich ein bisschen Fenster habe, mache ich das jetzt auch so. Also SNES hatte ich, dann kam der N64, daran erinnere ich mich sogar noch aktiv. Oh, das ist das. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht wegmachen. Weil das war noch meine Zeit. Da habe ich meine Schwester immer Mario Kart gespielt. Super Mario 64 natürlich. Boah, da gab es viel zu viele Sachen. Oh, Base fehlt da. Ich mache hier nochmal alles weg. Ich mache hier nochmal alles weg. Mario Kart 64. Das war mein erstes Mario Kart und das war ein tolles Mario Kart. Wir haben immer gern den Ballonfight gespielt, das kennt ihr bestimmt, wo man die Ballone wegschießen muss von den anderen. Also, wenn man sie mit Items getroffen hat, dann hat man dem anderen einen Ballon abgezogen. Corner. Ich glaube, das ist schon ganz gut hier. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Oder? Stelle ich mir das so vor? Nein, so stelle ich mir das nicht vor. So stelle ich mir das vor. Nee, so stelle ich mir das auch nicht vor. So stelle ich mir das einfach vor. So. Fangen wir hier schon wieder an mit Gebäude bauen. Ich weiß, ich bin schlimm.
Top, 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 top Spiele. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. So. Was ist eigentlich mit dem Zeug hier? Das ist auch eine Base, ne? So. Ne, ich lasse die andere, glaube ich. Ob das jetzt so oder so ist, das ist jetzt auch egal. Gut. So, pass jetzt bei Gerda, dafür brauche ich Weg, ich weiß. Ich mache jetzt einfach einen unsichtbaren Weg hier überall hin. Im Endeffekt ist es ja komplett egal. So. Hauptsache, ich kann hier, hier muss ich noch überall Weg hin. So, hier ist noch gar keine. Was ist denn hier los? Ganz schön nachlässig. So. Da muss nicht. Okay, das sollte jetzt passen. Ja, nach dem N64. Hoppla. Hab ich gegen das Mikro gehauen. Nach dem N64, was kam da? Da kam der. Lass uns mal schauen. Ein GameCube steht da noch rum. Ja, ein GameCube steht da noch rum. Das war auch. Das war die Zeit des besten Controllers der Welt, würde ich schon fast sagen, weil der GameCube-Controller, der ist einfach top. Da kann man nichts sagen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht hinbauen? Weil hier ein Weg ist. Das geht natürlich nicht, dann, ne? Ja, ich verstehe. Dann mache ich hier die Wege mal wieder weg. Ich verstehe das hier nicht gerade. Mit diesen Bänken. Ich würde sagen, wir machen das dann auch einfach nur dahin, wo man die auch sehen kann. Oh. Das sieht irgendwie kacke aus. So vielleicht? Ja, so sieht das besser aus. Zumindest fällt so nicht auf, wie kacke es aussieht. Hier kommt Glas hin. Deswegen kommt hier der Weg weg. Und hier so eine Bank hin. Und hier. Und hier. Und hier muss ich das jetzt so machen, damit ich das so machen kann. Ja, ich habe verstanden. Jetzt habe ich die Mechanik des Spiels hier verstanden. Gut. So in die Ecke. Oder hierhin kommt so eine Pflanze mal. Also wie hier, bla bla, das ist jetzt nicht so wichtig. Hier, Roof. So, jetzt aber da, Dach kommt Dach. Ich will jetzt aber bitte Glaswand. Und ich möchte eine gerade Glaswand. Och nö, nicht so, Mann. Dieses Spiel. Ich lasse mich echt viel zu leicht rausbringen. Ich sollte nicht so viel hierüber reden, sondern mehr über das, worüber ich eigentlich reden möchte. Also quasi über Nintendo 64, wo ich gerade stehen geblieben bin. So, okay, dann machen wir doch damit weiter. Und ich kommentiere jetzt das mal zu. Ich versuch's mal, wie das gelingt. Wahrscheinlich gar nicht. Wieder, ich kenne mich doch. Ja. Was man hier noch. Geht so nicht. Och Gott. Was ist denn hier los, Mensch? Base nochmal bitte. Danke. Und jetzt kommt das da. Ja, jetzt kommt das da. Ja. Da muss das hier aber leider auch in die andere Richtung.
zeigen, weil sonst sieht das natürlich kacke aus. So, ich bin auch gerade ein bisschen am Rumprobieren, aber es wird schon, Leute, das wird schon. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich es endlich. Kein Glas, sondern das. Wie gut kann man da reinschauen? Ja, ein bisschen kann man schon reinschauen. Na, ich sollte es vielleicht noch ein bisschen, doch ein bisschen aufmotzen da drinnen. Okay. Jetzt aber weiter zu unserem heutigen Thema, den Games, was ich zocke. Wie gesagt, dann kam der GameCube und mit dem GameCube kam dann auch wieder Mario Kart, neue Mario Partys, Mario Sunshine, alles kam wieder. Tolle Spiele, wieder mal. Und der beste Controller. Und das war die Zeit, wo ich Super Smash Bros. Melee gesuchtet habe. Das erste habe ich gar nicht gezockt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da war ich noch ein kleines Kind auch. Da habe ich halt nur diese Standardsachen und so gespielt. Von daher sagt da nicht zu viel. Dürft ihr mir nicht übel nehmen. Jedenfalls Super Smash Bros. Melee, das haben wir ja tot gesucht. Also wirklich, ich mit meiner Schwester, die war da auch immer mit vorne dabei beim Zocken. Meine Kumpels und ich, wir haben alle eine mega gesuchtet, das Spiel einfach, weil es einfach so geil war. Okay, irgendwie wird das hier nicht. Ich mach mal das Glas ein bisschen weg. Was habe ich denn noch für Spiele? Muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen, was da noch so rumhängt. FIFA 07 sehe ich da, Star Wars sehe ich da. Harry Potter und der Feuerkelch. Das sind ja noch Spiele gewesen. Oh, Legend of Zelda, Four Swords, Adventures. Das war auch ein cooles Spiel. Wie gesagt, ich bin ja Zelda-Fan. Aber das habt ihr, glaube ich, schon mitbekommen. Von daher ist das ja nichts Neues. So, jetzt kommt das Dach hin und dann machen wir das doch so. Ja, ich habe schon eine ganz gute Idee, wie das hier aussehen muss. Ja, genau so. Und nach dem N64 kam nicht, wie wir jetzt erwarten, vielleicht erwartet die Wii U leider nein. Die Wii, die normale kam ja erstmal, aber die gab es leider noch nicht bei mir. Die fragt mich nicht, warum ich die normale Wii ausgelassen habe. Jedenfalls kam dann bei mir die Xbox 360. Das waren so die Zeiten, keine Ahnung, da wollte ich dann andere Spiele spielen, da war ich nicht mehr so Nintendo Man. Da wollte ich ja andere Spiele eben spielen. Da habe ich dann auch alles Mögliche durchgezockt und gesuchtet, aber das möchte ich jetzt hier nicht so groß thematisieren, weil das ist nicht so das, wo ich heute auch noch drauf stehe. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal sein und reden weiter über dann die Zeiten der Wii U, die was dann auch kam. So, M für McDonald's mache ich hier. Ja, die Wii U kam nämlich danach. Also davor kam noch der PC, aber ich mache das jetzt mal Nintendo chronologisch und mache jetzt erst die Wii U. Erzähle ich euch da. Bin ich nämlich auch gerade am Zocken und die ist einfach top. Ich frage mich, warum die so schlecht läuft. Die hat echt. Mittlerweile hat sie echt super Spiele. Muss man einfach mal so sagen. Oh, falsche Richtung. Ich meine, Mario Kart 8, das ist ein mega geiles Spiel. Da kann mir keiner was erzählen. Das ist der beste Fundraiser auf der Welt. Allein mit den ganzen Items. Das war ja schon immer super. Und dann kam auch noch jetzt diese Grafik, die Wii U-Grafik dazu. Und, was soll ich jetzt sagen? Ja, das Überkopffahren. Das macht so viel Spaß einfach mit den, wie sich die Autos umwandeln, die Reifen, die Flugschirme und alles, das kannte man ja schon, aber
Ich finde das einfach mega geil. Und das ist einfach Fakt, dass das ein super Spiel ist. Was haben wir denn noch für die View? Lass mich auch noch mal kurz linsen. Smash Bros. Ist natürlich jetzt da, das habe ich noch gar nicht, aber ist auch mega gut, habe ich gehört. Ich weiß nicht, warum ich das noch hier nicht habe. Das ist ja, naja, liegt an der Zeit. Momentan habe ich nicht so viel Zeit, vor allem Zeit, um mit Freunden was zu machen, zu zocken. Bis man da mal was findet, wenn man zu zweit was unternimmt, dann, und wenn, dann zockt man nicht, dann geht man halt weg oder so. Das ist jedenfalls auch ein tolles Spiel. Und, ja. Lego City Undercover habe ich auch mega cool. Wollte ich 100% spielen, aber war mir dann irgendwann zu doof. Könnt ihr mich vielleicht verstehen? Falls ihr das auch habt oder kennt, das Spiel. Aber hat auch mega viel Spaß gemacht, mit Chase zu spielen. Ich weiß nicht mehr, wie der genau hieß, aber top. Und was haben wir noch? Ich muss doch kurz linsen. Rayman Legends. Oh, ich bin absoluter Rayman-Fan. Origins habe ich gespielt. Und dann natürlich auch Legends, auch auf 100%. Einfach weil das, keine Ahnung, das sind so Spiele, die muss ich 100% spielen, weil die einfach, das sind so welche, da bin ich nicht zufrieden, wenn ich nicht alles gefunden habe. Absolut nicht. Und ich hoffe, da kommt bald wieder eins raus, was ich dann schön durchsuchten kann. So, das sieht auch ganz gut aus, würde ich sagen. Schau mal, jetzt hauen wir da noch ein Dach drauf. Und zwar so eins. Und vor allem nächstes Jahr wird auch super für die Wii U. Kommt Captain Toad Treasure Track heraus. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Oh, da ist noch ein Spiel, was wir natürlich jetzt gerade in der Aufzählung vergessen haben. Super Mario 3D World. Das war ja wahnsinnig. Mal wieder Wahnsinn. Hut ab, was die da immer zaubern. Jetzt geht der Spaß wieder los. Das Richtige. Den richtigen Winkel zu finden. Also mittlerweile lohnt sich die View echt richtig. Und das Spiel, worauf ich und worauf, glaube ich, alle Nintendo-Fans am allermeisten warten, ist natürlich Legend of Zelda U. Aber ich glaube, das ist auch keine große Überraschung, dass man das am meisten erwartet. Ja, viel gibt es da noch nicht zu sehen. Gab es da noch nicht zu sehen. Aber es gab jetzt letztens neue Gameplay-Szenen und es sieht einfach so mega schön aus. Wirklich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das mal an. Das ist tolle Grafik, ehrlich. Und ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Auch wenn das erst in einem guten Jahr erscheinen wird. Das ist natürlich schade, aber vielleicht wird es dafür umso besser. So, ich hab's hier, glaube ich, hoffentlich auch gleich. So. Top. Das ist doch ein schönes McDonald's-Gebäude, so was hier so steht am Rand. Das muss auch gar nicht groß innen ausgefüllt sein, sondern einfach nur seinen Zweck erfüllen. Jetzt mache ich hier noch ein paar Parkplätze hin. So. Was natürlich auch noch cool ist, Bayonetta 1 und 2. 1 habe ich schon gezockt auf der Xbox damals, die hatte ich ja auch mal. Aber war echt verrückt und richtig, richtig verrückt, aber einfach gut. Das ist einfach so. Bayonetta war ein lustiges Spiel. Ein mega lustiges Spiel, das sage ich euch. Bayonetta 2, das werde ich jetzt auch bald zocken. Habe ich auch noch nicht da, aber ich habe die Demo gespielt und die war auch schon wieder so unfassbar komisch und lustig. Also das ist klar, dass ich das noch holen werde. Ja, und dann können wir auch zu 3DS schon umgehen und DS und Game Boy Advance, wenn ihr wollt. Da habe ich auch noch eine Menge. Allen voran natürlich Zelda und Pokémon, 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 Pokémon. Pokémon, damit bin ich aufgewachsen, Leute. Ab Gelb habe ich, glaube ich, jedes gespielt.
Rot und Blau habe ich noch nicht gespielt, aber Gelb habe ich gezockt. Und hab da jedes, was kam danach, Silber, Saphir, Silber und Kristall. Dann kam Rubin und Smaragd und wie nennt sich das andere gleich wieder? Das andere halt. Rubin, Smaragd und Saphir. Ja, genau, so. So nennt man das. Die habe ich auch gesuchtet, danach kamen. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Chronologie richtig zusammen. Aber danach kam, lass mich ganz kurz nachdenken. Kam dann schon? Nee, die Feder kam dann nicht. Dann kam erstmal Remake. Dann kam, glaube ich, Feuerrot, Blattgrün. Feuerrot, Blattgrün kam dann. Ich finde die Autos nicht. Nämlich die da unten. Feuerrot und Blattgrün war einfach auch top wieder. So, wie soll man da eigentlich hinfahren? Egal. Das ist mir jetzt relativ egal. Die kriegen das schon hin. Hier steht wieder ein Audi schief. Der ist zu klein, finde ich. Immer diese Falschparker, ne? Mach da einfach hier noch kurz ein bisschen Straße hin, dann passt das schon. Nachdem kam dann. Was kam dann? Was kam dann? Hat Gold, Soul, Silver, kann es sein? Ich glaube schon. Und dann kam Diamant, Perl und Platin. Dann XY und jetzt Alpha Saphir, Omega Rubin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das richtig im Kopf habe. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Machen wir es einfach so. War gerade überlegen, aber ich glaube, es ist einfach so, wenn ich das so mache. Okay, es ist nicht das Einfachste, wenn ich so mache. Ja, Mann. Also XY bin ich gerade am Suchten und das habe ich nämlich aus irgendwelchen Gründen noch gar nicht durchgespielt. Ich schäme mich, ja, ich schäme mich, aber naja. Und Alpha Saphir, ja. Ja, das war es im Großen und Ganzen auch schon. Das ist von Nintendo und alles, was ich liebe. Zelda, Mario und Pokémon natürlich hauptsächlich. Aber auch so Sachen wie Yu-Gi-Oh! Manchmal habe ich gezockt oder ja. Ich weiß gar nicht, was sonst noch. Tut mir leid. Bin gerade ein bisschen blockiert, aber ich muss mich auch nebenbei konzentrieren. Ich muss reden und gleichzeitig bauen. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Aber ich bin nicht nur Nintendo verwöhnt. Ich zocke auch anderes. So, keine Angst. Beispiel, was ich gerade mega am Suchten bin, einfach weil ich es so richtig geil finde, ist hier Bioshock Infinite. Habe ich mir geholt. Gab es nämlich ein super Angebot. Für 10 € gab es das im Saturn. Da dachte mir, oh, das ist natürlich, da musst du zuschlagen. Da musst du natürlich zuschlagen. Und ja, habe ich natürlich dann auch gemacht. Ist ja ganz klar. So. Geht hier der Parkplatz hin. Und da bin ich gerade echt am Suchten, weil ich die Story einfach so genial finde und das Gameplay, das sowieso. Ich glaube, jeder von euch kennt Bioshock und wie das läuft mit den. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Diese Dinger. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall mega gut. Mega gutes Spiel. Also das kann ich jedem ans Herz legen. So, ich weiß, meine Straße ist da ein bisschen komisch. So. Ja, das passt schon so. Hier ein kleiner Parkplatz. Schön.
Ja, genau, das bin ich gerade am Suchten und deswegen mehr gibt es jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben dieses Mal ein schönes McDonald-Haus-Line gebaut, wie auch immer. So, posieren wir mal für ein schönes Thumbnail, das mache ich ja immer, wie ihr vielleicht wisst. So, wunderschön, top. Und ja, da würde ich sagen, jetzt sind wir eh schon wieder bei über einer halben Stunde. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Sagt doch mal, was ihr von Nintendo und haltet und was ihr so zockt. Das interessiert mich schon. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.